1985 habe ich angefangen. So, da kamen so die ersten Hip-Hop-Stücke aus Amiland rüber. Ja, da habe ich so die ersten Zeichnungen schon angefangen, habe Graffitis wahrgenommen, auch in meiner Heimatstadt Hamburg. Und habe dann eigentlich 89 das erste Mal eine Sprühdose mir geschnappt und dann irgendwie ab gleich zu meiner Grundschule an nächsten Stromkasten und da mein erstes Bild verhängt. Ich habe einen Graffiti-Schriftzug so dermaßen falsch geschrieben, dass ich natürlich hoffe, dass den niemals irgendjemand zu Gesicht bekommt. Es gibt irgendwo noch zu Hause bei mir den Zeitungsbericht, wo man es sieht. Aber den halte ich unter Verschluss. Anfang der 90er war das, bist du nach Hamburg gekommen. Ich wollte mit einem Kollegen zusammen eine große Wand sprühen und er kannte Lumet schon und hatte dann gesagt, ja, Lumet kommt aus München. War natürlich was Besonderes für mich. Ich war noch ein relativ starker Anfänger sozusagen. Und da war er natürlich schon der King und ich war ein Toy. Das hat mich auf alle Fälle beeindruckt, mit was für Techniken er an die Wand gegangen ist, weil er schon sehr, sehr sauber und sehr sicher gemalt hat. Also das sieht man gleich, wenn man ein bisschen was von der Technik versteht, dass jemand da schon sehr versiert ist in der Sache. Ich hatte früh schon eben viel gezeichnet, Comics gesammelt und hatte dann noch den Job eines Ministranten in einer schönen barocken Kirche, wo ich dann jeden Sonntag eine Stunde lang die Deckenfresken anschauen durfte. Ganz besonderes Projekt, eigentlich, was wir gemeinsam gemacht haben, ist eigentlich die Hochhauswand 1995 in Hamburg. Fast 30 Meter hoch, mit Eintrag im Guinness Buch der Rekorde damals. Also wirklich eine Herausforderung. Die Leute haben sich dann auch wirklich sehr herzlich bedankt, als wir dann fertig waren und das Ganze auch dann offiziell eingeweiht worden ist. Also war schon ziemlich beeindruckend. Es ist eben ein Arbeiten in der Öffentlichkeit, es ist ein Arbeiten draußen. Man muss mit dem Wetter leben, man muss damit leben, dass Leute vorbeikommen und vielleicht auch mal sagen, dass es ihnen nicht gefällt. Andere kommen vorbei und loben einen, finden es super. Also diese direkte Reaktion, die direkte Inspiration auch einfach durch das urbane Umfeld, in dem man arbeitet, ist im Grunde das, was ein Graffiti-Sprüher, ein Graffiti-Künstler ausmacht. Bei mir war immer so der Anspruch, möglichst viel zu machen. Und viel heißt natürlich, dass man auch viel Fläche mit Inhalten füllen muss. Und dann waren irgendwann mal die Buchstaben mit den Konturen auch nicht immer der Weisheit letzter Schluss. Das heißt, bei mir kam sehr viel Illustratives dazu. Und also den Weg bin ich dann auch gegangen, auch mich weg von der Grafik, mehr hin zur Malerei, eben zum Arbeiten mit Licht und Schatten zu bewegen. Bei mir war es ein bisschen so, dass ich vom Comic weniger inspiriert war. Dali, Van Gogh zum Beispiel fand ich viel interessanter. Mich dann auch im Grunde, als ich angefangen habe zu sprühen, dann relativ schnell gefragt, warum muss eigentlich immer die klassische schwarze Outline um die ganzen Buchstaben rumgesprüht werden. Und da habe ich nach und nach im Grunde versucht, meine Buchstaben eher durch Licht und Schatten zu definieren, Farben, Schattierungen einzuarbeiten, sodass man im Grunde diese Outline weglassen konnte. Und das war damals eigentlich etwas ganz Besonderes. Im Grunde geht es darum, dass wir etwas entwickeln, was natürlich zu Opel passt, zu der Kampagne passt, aber was eben unserer künstlerischen Arbeit entspricht. Weil wir natürlich auch ähnlich fließende Formen haben. Das war halt immer sozusagen, jemand hat eine Idee eingeworfen und der andere konnte immer seinen Senf dazugeben. Und so haben wir uns dann immer mehr angenähert an das, was wir jetzt hier als Endprodukt haben. Das war schon eine Herausforderung. Es wurde natürlich jetzt erstmal sehr viel gezeichnet. Ja, wir haben verschiedene Ideen auch erstmal zu entwickeln und natürlich auch Opel zu präsentieren. Der Laie, sag ich mal, hat ja schnell mal die Vorstellung, Graffiti wäre so eine spontane Geschichte. Man zückt mal eben die Sprühdose und schwupp ist ein Bild da. Und so ist es eben überhaupt nicht. Also die Sachen werden sehr genau geplant, bis ins kleinste Detail im Grunde ausgearbeitet. Das Erste, woran man denkt, wenn man das Wort Graffiti vielleicht hört, ist ja auch, dass es irgendwie besonders farbig und so besonders bunt und besonders lebensbejahend dadurch ist. Aber es ist natürlich klar, das ist unser Werkzeug. Und durch die unterschiedlichen Farben, jetzt gerade bei diesen Motiven, ist ja auch ganz wichtig, diese unterschiedlichen Welten eben auch voneinander abzuheben. Man sieht es nicht, aber das sind, wenn ich jetzt mal rein die Materialien und die Dosen zählen würde, doch einige Kisten draufgegangen. Auch wenn es im Endeffekt nicht mehr als 5 oder 6 Quadratmeter vielleicht wären. Wenn er mehr für die Qualität oder beziehungsweise die Farbauswahl zuständig ist, muss ich einfach immer nur dafür sorgen, dass genug davon da ist. Ja, am Computer ist das ja schnell gemacht, ne? Aber jetzt hier steht man an der Wand und merkt erst, wie schwierig das doch dann ist, das umzusetzen. Das, was so einfach aussieht, war das am kompliziertesten.
Wichtig war ja auch das Chameleon, was ja in Gelb sein sollte, genau wie der Corsa Color Edition, der ja auch in Gelb ist mit dem schwarzen Dach. Dafür kann ich jetzt relativ gut Chameleon zeichnen, das ist keine Frage. An sich muss man gerade bei der Menge hier sagen, dass das Schöne eigentlich ist, dass sie alle so unterschiedlich sind und trotzdem doch irgendwie aus einem Guss. Ist auch so, dass ich eher nicht sage vom Gesamtbild, sondern es gibt bestimmte Details, wo ich sagen könnte, das gefällt mir besonders. Das Ecoflex-Motiv. Mhm. Es geht um Umwelt, um wenig Verbrauch. Also den Umweltaspekt des Corsas hier nochmal rauszuarbeiten, war im Grunde das Thema. Wir wollten das gerne auch in unserem Stil aufbrechen lassen und diese grafischen Elemente im Hintergrund, die Dynamik noch reinbringen durch die Pfeile. Ein sehr gelungener Bildaufbau. Das Besondere beim Fahrspaßmotiv ist eigentlich die Tiefenwirkung. Im Hintergrund die Skyline, die auch so ein bisschen so in meinem typischen Klötzchenstil entwickelt worden ist, wo es so Elemente gibt, die im Hintergrund dann so wegfliegen. Bei dem Motiv geht es darum, dass man sich vorstellen kann, der Corsa flitzt aus der Stadt raus. Und dann unlimitiert in die Landschaft rein, also deshalb eben auch diese Ampel, die komplett auf grün geschaltet ist. Ist allgemein ein großer Stolz, dass wir das alles geschafft haben. Und es ist auch eine große Befriedigung, wenn du dann mit fertig bist.